Okay, es ist plötzlich Englisch. Geil. What the fuck? Ja, geh einfach durch die Tür. Was zum Fick? Ich denke, das war richtig so. Was war das denn gerade schon Gutes wieder? Gutes zu verbrennen. War Gutes zu verbrennen. Er ist zwischenzeitlich immer mal kurz in dem falschen Jahrzehnt. Habe ich das Gefühl. Oh Mann, dieses Spiel. Ich habe gerade wieder eine Mücke erschlagen. Die sind hier im Winter. Die sind immer besonders aggressiv. Ja. Der Akku ist fast leer. Na, er ist leer. Wow. Ja, wenn du noch 24-7 mit dieser Taschenlampe rumläufst. Schon, ey. Ich bin schon wieder Taylor. Du bist schon wieder Daniel. Hörst du das? Ah ja, schau mal, da ist Angela. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Nein, da kommt Angela raus. Oh, wenn die was verbrennen, kann man es danach nicht mehr erkennen. Sind also haben gut. Sich wohl auch verirrt. Aber ich will doch zu Angela, hallo. Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Aber Angela ist da drin. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du das sicher? Muss man an Angela Anaconda denken. Ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Schubidu-wap-wa. Scheiße, Angela. Ist aber eine gute. Und das hier ist Nanette Manua. Da ist nein, das heißt, also es ist nicht und auch zu und nett, aber störst mich nicht, ist das klar? Oder so. Am besten geht's mit 5 Liter Brandbeschleuniger, den haben wir da nicht. Nee. Unbedingt okay. Will ich da rein. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Oh ja, suchen wir einen da Weg ist bestimmt hinein? Ein Bett drin. Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Vollidiot. Okay. Ich guck mich mal draußen um. Ich guck mal durchs Fenster oder so, wenn es geht. Okay, geht nicht. Na, da kann man, glaube ich, rein. Ich klick mal nicht rein, weil untersuchen, ne? Wir wollen ja nicht den John machen. Wenn man jetzt unterbrochen wird, macht man den John. Okay, wir können entweder hier rein oder da rechts. 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 Wir gehen durch den Hintereingang. Oh, das Hinterstück. Ich sehe da drin schon wieder Puppen oder so. Ja, oh, da ja, drin sind stimmt. Wieder Puppen. Geh auf! Huch! Oh, ich kletter. Hey, Daniel! Sieh mal! Entschuldigung. Geht's da rein? Sieh doch mal. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, shit, Sherlock. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Der möchte keine anderen Probleme. Nee. Außer wetten und spontan horny werden. Das krieg ich doch aufgehebelt. Ja, du starker Mann, komm. Oh, du stirbst genauso wie der alte Mann. Bringen wir es hinter uns. Ladies first. Ja, ich bin mutiger als du. Oh Gott! Ich hab ihn halt doch gesehen, weißt du? Komm schon, Instant Karma, wer eine große Klappe hat. Ich dachte mir noch, oh, da steht ja eine Puppe und ich erschrecke halt trotzdem. Himmel, Arsch und Zwirn. Wie war deine Untersuchung? Hallo Ego. Meine Puperze brennt immer noch ein wenig. Tür ist offen. Spielt ihr da immer andere? Ja, wir wechseln immer die Charaktere durch. Und hallo, Wolfi! Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Das ist doch das Museum, wo wir vorher waren, oder? Da war gerade etwas. Die hängen doch wieder die. Stimmt. Wir rennen den anderen. Wohin willst du? Oh nein, die haben die Puppe verbrannt, jetzt werden die zwei umgebracht, der wunderbar. Ne. Och nö. Nein, bring bitte John um. Mann, ey. Oder vielleicht ist es das Mädchen. Kann auch sein. Ich bin jetzt reingezogen. Da steht was. Ich flehe euch an. Helft mir. Huh? Was? Wo bist du? Was passiert? Ich bin in der Vergangenheit. Entschuldigung. Gehört, dass Mary ihre Puppe ein Spielzeug des Teufels. Ja, ich bin am Trippen hier.
Kein Zweifel, dass du, Tabitha, dem Kind diese Monstrosität gabst. Folge mir nun, Weib. Mary, so erzähle ihm doch, wie du sie selbst fertigtest. Du irrst dich, liebste Schwester. Die Puppe war nie mein Eigen. Bitte helft mir nun in meiner Not. Bitte. Wir haben beide einen Multilink. Ausrufezeichen Multi. Mhm. Ego. Shitty, 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 shitty. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn? Nein, 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 ich mach das da. Gib's doch zu. Das Kind ist besessen. Welch Hexerei. Gib zu, dass die Scheißpuppe von dir ist. Sie ist nicht von mir. Glaub mir. Der Teufel hilft dir nimmermehr. Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Ja, komm, bring Mary um. Du wirst es noch bereuen, ein Kind verhext zu haben. Oh nein! Ich flehe dich an, Mary, so sag ihm doch bitte die Wahrheit, bevor es zu spät ist. Schweig still. Ich hab die nächste umgebracht aus der Vergangenheit. Okay. Anstatt einfach die Tür aufzutreten, er hat gerade versucht, die Tür wegzuschieben. Der Spacken. Die sind hier echt nicht die Hellsten. Ich hab mich selbst gesehen. Nein. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Nein, ist doch keiner gestorben. Es tut mir leid. Ich hab echt versucht, dir zu helfen, aber... Ich weiß. Ich weiß nicht, was das war. Öffnet diese bitte so eine Tür. Die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Die ganzen Frauen kommen um. Lass uns abhauen. Schon irgendwie. Ja, weg hier. Ich kann die Tweets kaum abwarten. Oder das Spiel ist sexistisch. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Nee. Lass mich auch mal gucken. Ich habe aber ein Messer jetzt. Nein, ich habe ein Messer jetzt. Oh, cool. Ja, dann steck's doch rein. Schau mal ein Messer. Ich meine, steck's ein. Ja, ich seh's doch. Schau mal. Steck's ein. Wir brauchen es. Ich habe ein Messer gefunden. Nehmen wir es mit? Ja. Na, Logo. Scheiße. Es wird irgendwen wahrscheinlich umbringen, aber egal. Ich nehm's mit. Ich werd's mitnehmen. Na, kannst du damit umgehen? Locker überlebt nur Johnny, ich glaub, wahrscheinlich. Ich kann auf mich aufpassen. Was hab ich hier? Okay. Ich hab den Kurs aktualisiert. Okay. Am besten sollten die Horrorspiele einfach Leute mit Geschlechten... Neutrum getötet werden. Das wäre fair für alle. Ja. Aber gut, sie ist auch eine Frau und heißt Taylor. Taylor ist auch ein männlicher Name. Wir kommen der Sache schon näher. Die Holy Bible. Wow. Können wir das verbrennen? Riechst du das? Ja, es riecht verbrannt, ne? Oh, warte. Sieht aber nicht nach Bibel aus. Das ist doch das Buch von vorhin. Das konnte ich nicht öffnen. Schön machst du das. Ich schau dir gerade über die Schulter. Dreifache Magie der ersten Väter, was? Okay. Gott, oh Gott. Boah, Alter, ich krieg voll die Full Metal Alchemist Vibes. Ach ja, okay. Und danke, Wolfi. Ich hoffe jetzt aber, dass das ein Kompliment war. Willst du haben? Kriegst du aber. Achso, ja, warte. Ey. Das wär's schon überlebt, ja. Solange kein Tier stirbt, bin ich fein. Nee, noch ist kein Tier gestorben. Ich würd ausrasten, wenn ausgerechnet der überlebt. Ja, Euda. Hier kann ich umblättern. Hochala. War gerade ein Grafikbug. Hallo. Wie blättert man denn um? Solange du nicht durch so Türen facest. Warum hat man das in der Heiligen Bibel denn gemacht? Don't ask me. Lol, schau mal, da liegt wieder Vater. Hm, was? Hoch? Da. Der Vater wurde doch auch beim Brand von der Decke erschlagen. Stimmt. Die wurde erhangen? Ja. Vielleicht finden wir noch mehr tot. Mann, ey! Was denn? Fuck you! Was? Ja, toll, du warst in einem Raum, ey. Echt jetzt? Hä, was denn? Ja, guck doch mal da. Was denn? Siehst du nicht, dass da der Dude nicht mehr hängt?
Ja, der ist hier gerade runtergefallen. Ja, ich bin voll erschrocken. Mann, ey. Ich geh mal zu der Puppe, die liegt da nicht mehr. Aber die haben die doch hier verbrannt. Hä? Die liegt da nicht mehr. Die liegt da nicht mehr. Weißbrot. Da hat jemand die Bibel aber nicht sehr heilig gehalten, nee, nicht wirklich. Die hier gezeigte Puppe gehört vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Komm, ja. Schau dir das an. Ah, sorry. Oh, jetzt macht sie schon wieder den John. Ich hab dich gejohnt. An der gleichen Stelle. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Sorry. Nicht, zweimal, an der gleichen fucking Stelle. Gruselig. Entschuldigung. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Ja, komm, lass mal die Türen aufschieben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Oh, Bauschi, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Einen wunderschönen guten Abend euch. Wie war... Nein, du hast fast... Was hast du gespielt? Es tut mir leid. Aber einen wunderschönen guten Abend dir. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich wollte noch was angucken. Nö, jetzt mache ich den John. Du hast mich gejohnt. Da steht 2-1 für dich. Mann. Du musst ja noch einen zurückzahlen. Ah, kacke. Ich hab Black Screen. Oh, ah, Kurator! Hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Ich hab Alien Isolation gespielt und kann ich mir das, glaube ich, dir sofort gerne. Was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Hier haben wir lustigen Horror. Hier kannst du bleiben. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Hoffst du nicht? Einerlei. Oh, jetzt hat er weibliche nun, da auch dabei. Wenn das Spielzeug verbrannt ist, sind alle in Sicherheit. Oder? Ethic. Sag, jetzt hat er keinen männlichen Chor mehr, jetzt steht eine Frau. Jetzt, endlich, hat jemand eine Waffe. Jetzt singt eine Frau das im Hintergrund. Das könnte nützlich sein. Stimmt. Dann hat er Feierabend. Ist eine Ablösung. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen... Okay, gute Nacht, Bauschi. Schlaf gut. Vielen Dank nochmal für den Raid. Sie sind sich einig. Nun dann, wie sage ich es... Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile ja, als er gestorben ist. Niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Das ist ein Kackblag. Mann, 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 ey. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Oh, wie synchron sie das machen. John hat keine Zukunft, nicht auch so. Okay, du gehst nach links, dann gehe ich nach rechts. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Oh, hier ist was. Hier ist was? Was ist da? Ein Zettel. Ah, wahrscheinlich eine Vision. Warte kurz. Okay. Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Uff. Eine Cutscene, in der ich ganz knapp von diesem aufgespießten Geist gekillt werde. Okay, mich dagegen noch wehre. Hier, vielleicht siehst du es auch. Okay, dann ist der für dich zuständig. Dann bist du der aufgespießte Geist. Ja, stimmt. Ich bin ja vom Dach gefallen in der anderen ja. Stelle. Okay, dann werden wir quasi von unseren anderen Dudes verfolgt. Mhm. Bleib nah bei Daniel. Die gehen sofort auseinander. Macht man das doch in Horrorspielen, oder nicht? Wo bist du eigentlich? Hier. Ich habe ein Schild. Tilly Johnsons Haus.
Okay. Oh, das ist die Autorin und ich glaube auch die gestorben ist, die Hexe. Ja. In diesem Haus lebte die vielversprechende junge Autorin Tilly Johnson, die mit ihrem Schauerroman Traktat der Angeketteten 1856 berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 1858 auf mysteriöse Weise gestorben in ihrem Haus Selbst aufgefunden. Selbst die Autoren hier kriegen kein Happy End. Sieht so aus. Okay. Schon gemerkt, dass die Zäune alle die Form haben von dem Zaun, wo der andere Dude mit aufgespießt wurde. Mhm. Zufall? Ich denke nicht. Dieses Haus sieht übelst vielversprechend aus. Lass doch mal reingehen. Ja, unbedingt. Ich bin hier. Ach, ich kann hier nicht rein. Das ist das Schild, das du auch schon gefunden hast, ne? Mhm. Okay. King William's War. Abschlussfeier Massaker am 23. Juni 1690. Am Tag der Abschlussfeier im Jahr 1690, während der Puritaner das Examen der jungen Männer der Stadt feiern, griff die Armee von Franzosen und Indianern an und setzte zahlreiche Behausungen in Brand. 8 Männer wurden getötet und viele Frauen und Kinder in die Sklaverei nach Arkadien verschickt. Das Schicksal der Sklaven ist nicht bekannt. Wer sklavt wurden? Achso, da ganz viele Namen. Okay, irgendein. Ich bin hier. Namen, hier ist ein Touristenbüro. Kennen? Huch, vorhin hatten wir da auch einen Isaac. Isaac Ames. Getötet wurden Isaac Ames. Okay. Bei Horus ist es immer so, dass es einen Weg gibt, der ganz klar mit unvermeidlicher Tod beschriftet wird, einem mit überlebst und fast alle gehen immer den erstgenannten Weg. Ja. Wo bist du? Ich hab dich verloren. Ich glaube, ich höre Stimmen. Komm mal zum Ende der Straße. Okay. Glaube ich hierher. Korax. Run, boy, run. The bird is not meant for you. Run, boy, run. To disappear. In the. Irgendwas. Kein Text nicht. Wo kommt das her? Weiß nicht. Hier geht's weiter. Aber da war noch ein Haus. Warst du da schon? Da kommst du nicht rein bei dem. Das ist das Touristenoffice gewesen. Ah, okay. Selbst der Reifen hängt sich hier auf. Ja. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da? Die hab ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Ich glaub dir ja. Aber was heißt das? Nach allem Scheiß glaube ich das. Auf jeden Fall. Das heißt, diese Scheißstadt will mir irgendwas sagen. Hey, schau mich an. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Meine Hand. Blöde schon wieder. Katze, ey. Oh, jetzt bin ich Englisch. Please help me before it is too late. Only the Almighty can forgive your sin. That is your only hope of salvation. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. I swear. I will not be deceived. I see the evil in you. My duty is to cleanse our town of your sickness. There is no other way. You must hang. Vielleicht ist das der Busfahrer. Stimmt. I pray, Lord, for you to take the soul of this, our sister Tabitha, who has been led astray by the devil, and do with it as you will. Oder der Henker ist der Busfahrer. Ja, den meine ich ja. Ach so. Der Typ, der das Seil hält. Ach so, ich dachte, du meinst den Pfarrer. Ich komme mal etwas Until Dawn Flashbacks. Er ist auch von derselben Machern. Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist.
Aber es ist schön, dass sogar das Spiel denkt, dass die deutsche Synchro scheiße ist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Weiß gar nicht, ich finde die gar nicht so schlecht. Ich finde das Gestöhne sehr schön in Deutsch. John. Da ist ein Bus. Ja, mach es mal 360. Muss ich. Das sah gerade zu gut aus. Muss ich erstmal um 360 Grad hin, bevor ich dieses Objekt angucke. Ach, dieses Spiel. Man weiß, sie hatten ein Jahr dafür Zeit und warten schon letztes Jahr. Ja, man merkt es. Ja, sie. Die hatten ja das ja schon fast fertig, als sie es letztes Jahr angekündigt hatten. Ja. Jetzt, sie haben ja schon so voll viel gezeigt an Trailer-Material. Da ist eine schwarze Katze. Die Katze! Katze. Komm los jetzt. Oh Gott, ich spüre Quicktime-Events. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt! Hey! Verpiss dich gefälligst! Ah, verdammt nochmal! Ja, weil das ja auch jemals einen Geist vertrieben hat. Ja. Ach du Scheiße, was ist das? Du, wie du hängst. Wir müssen weg, schnell! Oh nein, kriegt er. Ach, das war das Vieh, das kurz hinter uns war in der einen Szene. Das warst du. Muss ich aber gehen lassen. Ich nehme die Fingernägel an, ey. Richtige Heroin-Fingernägel. Ja, das passiert mit uns allen in dem nächsten Lockdown. So sehen wir dann alle aus danach. Die tun sich aber auch schwer, ne, über um so ein Auto zu klettern. Ja, aber echt, ey. Ist so krank, ne? Oder anstatt einfach rumzulaufen. Bah. Lauf, Forrest, lauf! Bitte urinieren Sie sich im Fort. Diese Zehen. Oh, diese Zehenphysik. Voll faszinierend. Ist das, was Sie Next Gen nennen? Ja, ich glaube schon. Wow. Das ist die Zukunft. Die sehr einfach dramatisch jeden Einzelschritt zeigen mit der, ja, mit der Kamera. Bah, nicht wieder die Zehen. Bah! Oh, schön. Ich finde das irgendwie faszinierend. Ich find's auch unfassbar geil gemacht gerade, aber es ist widerlich. Oh. Allein diese Zehen sind besser animiert als das ganze Mass Effect Andromeda. Ich gut, dass ich heute Nacht sowieso nicht schlafen wollte. Danach wirst du von Zehen freuen. Oh, es ist. Das Typ. Das ist der Typ, der auch nicht. Nee, das ist noch. Bah! Oh. Oh, Zehenkratz. Hey! Ey, es ist der Alkoholiker! Diese Biester sind uns her! Vielleicht können wir aus seiner Wodkaflasche einen Molotow bauen. Der Zaun sieht nicht gut aus. Hey! Lauf! Los, hier rein! Der hat die Ruhe weg. Ja. Ach komm, fick dich. Verdammt, was machst du da? Los, hier rein! Lass ihn sterben. Ja. Das sieht jetzt wahrscheinlich besoffen? Alles gar nicht. Ja, weil er so viel Promille hat. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein, und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Ach ja, es sind ja nur ein paar. Ich meine, es ist eine Kirche. Ich glaube nicht, dass das der Geist ist, der da gerade klopft, sondern nee, der Alkoholiker. Ich dachte schon, mit mir sei es aus, dieses scheiß Biest. Du lebst. Alles gut. Ich hätte dich nie sterben lassen. Warum bin ich denn jetzt Daniel? Was sie? Ach nein, Lila! Oh nein, warum wurde deine Nachricht geblockt? Nein! Lass ihn los! Ich bin wieder in der Vergangenheit. Ich glaubte, dich niemals wieder zu erwecken. Tabitha. Was zur Hölle? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Diese Frage bewegt auch mich. Etwas geschieht, das uns alle verändert. Selbst unsere Mary. Zuweilen scheint Mary das gutherzige Geschöpf zu sein, das ich stets liebte. Gleichwohl ist sie verändert. Sie trägt eine namenlose Bösheit in sich.
Vergib mir, Gott, denn mein Herz sehnt sich nach Tabitha, nicht Mary. Selbst im Tode wirkt ihr Zauber noch. Mary. Ihr Geist hält dich umklammert und blendet dich noch immer. Du verdrehst mir das Wort im Mund. Unsere Schwester lebt. Sie steht neben mir. Ich weiß, dass du sie siehst. Hier ist kein Teufel. Es ist Davids Kummer, der ihn verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Ich spreche die Wahrheit. Judge Wyman entscheidet, wer hier die Wahrheit spricht. David wird ihr kein Leid zufügen. Du hast mein Wort. Ich bin keine Gefahr für sie. Niemals könnte ich meiner Mary ein Leid antun. Hey, Moment! Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Diese seltsame Puppe zu verbrennen, hat wohl nichts gebracht. Sind wir hier sicher? Gibt es andere Eingänge? Ich glaube mittlerweile, dass nicht das Kind das Böse ist, sondern der Pastor. Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Könnte auch sein. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Ich bin ja sehr ungern in einer Kirche, möchte ich sagen. Ist das eine Kirche? Ja, das ist eine Kirche. Ich auch. Hat so ein bisschen Outlast-Vibes. Oh ja, Dachboden. Kleine? Bist du da? Nicht leise machen? Ja, schon, ey. Man stupst doch kurz an der Schulter an und sagt Guten Tag. Ja. Ich will sie ja mitnehmen in die Vergangenheit. Oh, dann wird jetzt gestupst. Und dann wird er aufgespießt. Weil draußen vor der Kirche war der Zaun. Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Ich kenne den Schauspieler. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Oh, sieh, jetzt er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Flex. Kraft! Können Sie nicht einfach... Warum? Hätte sie schon mit der Vergangenheit interagieren können? Weil sie einfach den Pfarrer runterschmeißen. Fertig. Ja, schon irgendwie. Warum benutzen die den immer aus dem Mund? Hier ist so, ne?